Moin, heute sehen wir uns Komplexaufgaben in der Mathematik an. Und wir starten auch einfach mal direkt. Wir haben drei Aufgaben und jeweils dieselbe Aufgabenstellung, die ich einmal vorlese. Erstelle eine Wertetabelle, bestimme die Funktionsgleichung und zeichne den Graphen. Ja, dann wollen wir doch mal. Los geht's, Aufgabe 1. Johanna von Orléans wurde wahrscheinlich im Jahr 1412 geboren. Sie kämpfte für Frankreich im Hundertjährigen Krieg. Sie half bei der Befreiung von Orléans. Wenn sie nur einmal ihr Schwert hob, gab sie damit 10 Soldaten neuen Mut. So, die erste Frage ist, was ist eigentlich unwichtig? Jedenfalls mathematisch, das heißt, was können wir nicht verwenden? Das ist natürlich der ganze Start. Bei 1412 müssen wir gleich mal überlegen. Hier auch. So. Jetzt 1412, das ist eine Jahreszahl, eventuell könnte die benötigt werden, aber wir werden gleich sehen, dafür, dass wir eine Wertetabelle und eine Funktionsgleichung brauchen, da hilft uns das Jahr, in dem sie geboren wurde, gar nicht. Ebenso der Hundertjährige Krieg, der hat zwar als Name eine Zahl, aber das ist hier belanglos. Alles Wichtige steckt also im letzten Satz. Wenn sie einmal ihr Schwert hob, gab sie 10 Soldaten neuen Mut. Das schreibe ich direkt in eine kleine Wertetabelle. Ich nehme x und y. X ist die veränderliche Größe, das heißt, was macht sie in diesem Fall? Sie hebt ihr Schwert. Also Schwert heben nehme ich als x. Und was ist y? Was passiert dann? Das ist die Anzahl mutiger Soldaten. Ich nehme jetzt mal Anzahl mutiger. So, einen Wert wissen wir auch. Und zwar, wenn sie einmal ihr Schwert hebt, dann sind 10 Soldaten da, die neuen Mut haben. So, wie können wir jetzt die Tabelle weiter füllen? Schauen wir mal. Ich mache die auch gleich mal länger. Ihr würdet das natürlich mit Bleistift und Lineal machen, das ist klar. Ich würde sowas immer 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ganz einfach weiter ausfüllen. Und ein schöner Wert zum Zeichnen ist immer noch die 0. Daher schreibe ich die mal direkt dazu. So, für einmal Schwertheben, da wissen wir 20 mutige Soldaten. Bei zweimal, das ist das Doppelte, habe ich dann 20 mutige Soldaten. Warum? Weil das offensichtlich eine proportionale Zuordnung ist. Das haben wir schon besprochen. Das heißt, mehr wird mehr, mehrmals Schwert heben. Da habe ich auch mehr mutige Menschen. Ich muss also, wenn ich bei den einen Werten mal rechne, auch bei den anderen mal rechnen. Und da sehen wir, das ist eine ziemlich einfache Aufgabe. Bei dreimal Schwert heben habe ich dann 30 mutige und so weiter und so fort. So. 0 ist immer noch eine gute Zahl, die man einfach mal ausprobieren sollte. Wenn sie nicht das Schwert hebt, hier, dann gibt es auch keine Soldaten mit neuem Mut. Zum Zeichnen, wie gesagt, ist das immer sehr praktisch. Fällt sonst noch etwas auf? Naja, es gibt hier bestimmte Werte, die nicht sonderlich sinnvoll sind. Zum Beispiel, sie kann ja jetzt nicht anderthalb Mal ihr Schwert heben und dann sind 15 Soldaten mutig. Aber das ist immer so eine Interpretationsfrage. Das steht ja jetzt nicht genau im Text. Also wir könnten ja schon denken, wenn sie anderthalb Mal ihr Schwert hebt, nur so ein bisschen, dann werden von dem einmal Schwertheben 10 Soldaten mutig. Und wenn sie es ein halbes Mal hebt, dann immerhin noch 5. Also zusammen 15. Naja, sollte man das dazu nehmen? Schwierig, würde man jetzt aber in so einem Lerncheck in Klasse 7 sicherlich nichts abziehen. So, was sollen wir noch machen? Bestimme die Funktionsgleichung. Ja, dann machen wir das doch mal. F von x ist gleich, naja, irgendwas mit x. Funktionsgleichung heißt ja im Prinzip, was muss ich mit x machen, damit y rauskommt. Da suche ich mir irgendeins aus. Ich würde immer das nehmen, wo die 1 steht. Wie komme ich von 1 auf 10? Und wichtig ist proportional, umgekehrt proportional. Nur mit mal und geteilt, nicht mit plus. Also lass dich nicht, dass jemand denkt, 1 plus 9 ist ja 10. Da würden wir nämlich merken, hier funktioniert es ja gar nicht. 4 plus 9 ist nicht 40. Es muss immer funktionieren.
Wie komme ich von 1 auf 10, aber auch von 4 auf 40 oder von 7 auf 70? Ganz klar, mal 10. 10 mal x und das schreiben wir schön. Also ihr könnt natürlich auch x mal 10 oder sowas schreiben, aber schön ist das 10x, so wie es hier steht. Das ist die Funktionsgleichung und damit kann ich alles ausrechnen, was ich möchte, wie eine Maschine. Wenn ich jetzt wissen will, was passiert, wenn sie 14 mal ihr Schwert hebt, dann muss ich nicht die Tabelle weiterzeichnen. Dann nehme ich f von x, also f von 14, das ist 10 mal x, also 10 mal 14, 140. Wenn sie 14 mal ihr Schwert hebt, sind 140 Leute wieder mutig. Die Aufgaben sind natürlich ausgedacht und von daher jetzt hier nicht mit hohem Wirklichkeitsbezug. Aber das ist bei Matheaufgaben ja immer so. Ich habe es immerhin vermieden, dass irgendjemand 20 Melonen einkauft, wie das sonst in den Aufgaben ist. Da habe ich ein bisschen Geschichtsbezug genommen, aber überinterpretieren sollte man das natürlich trotzdem nicht. So, wir brauchen noch ein Graph. Auf meinem Schmierzettel habe ich jetzt nicht mehr so viel Platz. Ich kann ja zum Glück gleich zoomen. So, x-Achse nach rechts und dort haben wir Schwertheben, y-Achse nach oben und da haben wir die Anzahl Mutiger. So, und jetzt kann ich da ja mehr reingehen. So, okay. Wir hatten gesagt, ein wichtiger Wert ist die 0. Wenn sie ihr Schwert 0 mal hebt, werden 0 Leute mutig. Das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Wert. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Werte sollte man schon einzeichnen, damit man sicher ist. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Man muss natürlich sich immer gut überlegen, wie weit zeichne ich eigentlich meine Achsen. Hier war mir das ziemlich klar, denn schauen wir nochmal in die Tabelle. Bei 5 habe ich 50. Ich sollte also die y-Achse mindestens mit bis 50 zeichnen, wenn ich die x-Achse bis 5 mache. Und dann nehme ich nochmal 10 mehr, damit es nicht so an den Rand gedrängt aussieht. So, einmal Schwertheben 10, zweimal Schwertheben 20, dreimal 30, viermal 40 und fünfmal 50. Und da sehen wir, es ist, wie wir gedacht haben, eine proportionale Funktion. Das heißt, das Ganze ist linear. Ich kann eine Linie einzeichnen, das ist f von x. Und diese Linie geht durch die 0. Das ist eine leichte Beispielaufgabe gewesen. Wer die verstanden hat, weiß, wie das Ganze funktioniert. Und der kann jetzt auch eigentlich schon abschalten. Ich erkläre jetzt noch eine schwierige und eine richtig schwere. Wer das sehen möchte, schaut gerne weiter. Alexander der Große errang in seinem Leben viele große Siege. Danach plünderte er in der nächsten Stadt gerne die Stadtkassen der nahen Städte. Okay, den Satz habe ich irgendwie ein bisschen verhauen. Naja, mit 4 Städten nahm er so 10.000 Talente ein. Da er von nichts genug bekommen konnte und immer der Beste sein wollte, kämpfte er immer weiter. Gut, also der Text ist vielleicht inhaltlich sehr fragwürdig, aber wir schauen einfach mal, wo stehen denn hier die Fakten? Und da streiche ich erstmal den ganzen Anfang durch. So, irgendein Stadtkassenzeugs, er wollte der Beste sein, wen interessiert's, ne? Solche Aufgaben sind immer so, dass da nicht an jeder Ecke eine Info steht. Aber hier habe ich was Gutes gefunden. 4 Städte, 10.000 Talente. Und was mache ich damit? Klare Geschichte, das trage ich mal sofort in eine Wertetabelle ein. Ich nehme wieder x und y. Uiuiui, das kann ich noch ein bisschen besser immerhin. So, und was sind denn schöne Werte für x und y? Naja, x soll wieder sein das Veränderliche. Also wie viele Städte nimmt er ein? Das sind die Städte. Und dann ist y das Geld. Und die Einheit, die es damals bei Alexander dem Großen gab, waren Talente. Also Geld in Talenten. So, und Städte, davon wollen wir die Anzahl. Also umso genauer man das schreibt, umso leichter ist es auch für einen selber. Gut, wie viele Städte sollten wir anschauen? Wir haben hier 4 Städte im Text. Also würde ich sagen, wir schauen 0, 1, 2, 3, 4 und vielleicht noch die 5 an. Das sollte soweit ganz praktisch sein.
Wie viele Werte man nimmt, ist immer so eine Geschmackssache. Bei linearen Funktionen reichen eigentlich ein oder zwei, aber mehr sind immer besser. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Niemand braucht in seiner Wertetabelle 20 Werte bei einer einfachen Funktion, aber so 5, 6, 7 ist immer eine nette Sache. Gut, was wissen wir? Bei 4 Städten 10.000 Talente. Also 4 Städte, 10.000. Was kann ich da noch leicht ausfüllen? Na klar, 2 Städte, das ist die Hälfte. Mit 2 Städten würde er nur 5.000 Talente einnehmen. Wenn er gar keine Stadt einnimmt oder überfällt, die Stadtkasse, dann kriegt er 0 Talente. So, und wie komme ich jetzt von 2 auf 1? Dann nehme ich wieder die Hälfte, das sind 2.500. Und spätestens jetzt sollte man erkennen, das sind immer 2.500er Schritte. Deswegen kommt hier rein 7.500 und hier rein 12.500. Ja, und damit sind wir auch schon fertig. Ja, so schnell kann das gehen. Noch die Funktionsgleichung. F von x ist irgendwas mit x. Wie komme ich von x auf y? Am schönsten ist immer der Wert für die 1. Da steht es nämlich direkt da. Bei den anderen Werten muss ich immer noch mal überlegen. Zum Beispiel bei der 3, wenn ich die unbedingt nehmen will. Wie komme ich von 3 auf 7.500? Aber wie erwähnt, schaut einfach auf den Wert mit der 1. Wie komme ich also von 1 auf 2.500? Naja, mal 2.500. Das ist unsere Funktion. F von x ist 2.500 mal x. Wir testen das auch nochmal mit der 4. Wenn wir 4 Städte haben, haben wir also f von 4 ist 2.500 mal 4 und 2.500 mal 4 ist 10.000. Alles super, Aufgabe im Prinzip gelöst. Kommt nur noch der Graph, also nicht der Adelige, ne, sondern die Zeichnung natürlich. So, und wir haben da x habe ich Städte genommen, genau. Das ist hier ja nicht vorgegeben, man könnte das auch vertauschen, aber naja, Städte und Geld habe ich ja auch sonst schon beschriftet. Das Geld ist nicht in Euro, deswegen schreibe ich es immer mal lieber noch hin. Das sind hier Talente. So, wie weit muss ich X- und Y-Achse machen? Die X-Achse wäre schön bis 5 und die Y-Achse bis 12.500. Wenn ich Kästchenpapier habe, ist das natürlich ein Vorteil. 1, 2, 3. Ja, da muss man das nicht wie ich einfach so schätzen. So, ich probiere das ja ungefähr gleichmäßig zu zeichnen, aber das ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. So, 2500. Gut, so sollte das stimmen. Jetzt sehen wir nochmal unsere Werte an, um alles schön einzuzeichnen. Wir haben, ich mache es mal durcheinander, damit man dann sieht, obwohl es durcheinander ist, kommt was Schönes raus. Wir haben bei der 4 die 10.000 und wir haben bei der 2 die 5.000, bei der 0 haben wir natürlich die 0, bei der 3 haben wir 7.500 und bei der 1 haben wir 2.500. Ja, das ist doch sehr schön, so wie wir das geahnt haben. Ich habe es diesmal gar nicht hingeschrieben, dass es proportional ist. Ui, das müsste schon durch die 0 gehen, sonst ist es unschön. So. Ich habe nicht hingeschrieben, dass es proportional ist. Ich hoffe, das ist klar. Wenn er mehr Stadtkassen ausraubt oder mehr Städte überfällt, bekommt er auch mehr Geld. Also mehr und mehr proportional. Wer jetzt noch eine sehr schön schwierige Aufgabe ansehen möchte, schaut einmal hier. Das ist jetzt natürlich, nachdem wir so viel proportional hatten, auch mal ein Beispiel zu umgekehrt proportional. Aber sehen wir uns das Beispiel doch einfach mal an. Gut, los geht's. Anfangs war Beethoven ein tadelloser Komponist. Im Alter von 20 schrieb er 8 Opern pro Jahr. Durch die Verschlechterung seines Gehörs konzentrierte sich Beethoven mehr und mehr aufs Komponieren. Andere Komponisten brachten ihre Werke oft schnell zu Papier. Er rang um jede Note. Immer wieder musste er nacharbeiten und seine Ergebnisse nachbessern. In seinem 30. Lebensjahr schaffte er nur noch halb so viele Opern wie mit 20. So, wir streichen mal wieder zuerst das sinnlose Zeugs weg. Im Alter von 20 schrieb er 8 Opern, das sieht schon mal nach Zahlen aus, das ist doch ganz nett. So, und der Rest ist hier Quatsch. Und am Ende kommt noch mal was. Das heißt, wir scheinen hier mehrere Werte zu haben, aber sehen wir uns das doch mal genau an.
gehe mal wieder auf Schwarz, damit wir eine schöne Wertetabelle machen können. Uiuiuiui. Y und x, so einigermaßen, schöne Wellenlinie, aber. Y und x, wir nehmen als x das Alter und y die Opern. Also da natürlich die Anzahl, ja? Wie viele Opern hat er geschrieben? Übrigens stimmt das nicht. Das war mir jetzt tatsächlich zu aufwendig, das rauszusuchen. Von daher sind das einfach irgendwelche Werte. Aber es wird nicht besser. Wenn man sich damit merkt, es war ein Musiker, ist es ja auch schon mal ein kleiner Pluspunkt. Ich schreibe jetzt hier mal nicht ordentlich das Ganze hin, weil das wird schon kompliziert. Ich schreibe der Reihe nach die Werte hin, die wir auch im Text haben, damit man das besser versteht. Im Alter von 20 schrieb er 8 Opern pro Jahr. Oh, das sollte ich vielleicht noch hinschreiben. Die Opern meine ich pro Jahr. Er ist 20, da schreibt er 8. Und in seinem 30. Lebensjahr, in seinem 30. Lebensjahr, wer hat diesen Text denn geschrieben? In seinem 30. Lebensjahr ist er nicht genau das, ist das dasselbe wie mit 30? Lebensjahr ist ja immer noch mal so eine blöde Größe. Naja, aber da der Text von mir ist, darf ich den auch so interpretieren, wie ich möchte. Deswegen weiß ich, der Autor meint mit diesem seltsamen Text mit 30. So. Und von daher können wir hier wirklich schreiben mit 30. Er schreibt jetzt nur noch halb so viele wie mit 20. Das bedeutet 4. So, was können wir uns jetzt noch für ein schönes Alter aussuchen, was man gut zeichnen kann? Und wir werden aber gleich sehen, da kommen nicht unbedingt realistische Zahlen raus. Das ist halt einfach so ein bisschen gekünstelt. Naja, also mit 30 sind es 4. Mit 20, ich sehe aber gerade, das ist nicht sonderlich schön. Das ist nämlich nicht wunderbar umgekehrt proportional, fürchte ich, so, wie ich das gerne hätte. Da ich wollte mir eigentlich was Schönes ausdenken, damit das auch eine leichte Aufgabe ist. Und von daher ändern wir die direkt nochmal ab. Also das kann man auch lösen, aber wir wollen ja was für eine siebte Klasse machen, was man ganz einfach machen kann. Und von daher ändere ich den Text nochmal und sage, er war 40 Jahre alt. Warum seht ihr gleich? Einfach damit wir das Ganze uns ein bisschen schöner anschauen können. Ja, es soll ja nicht ganz so hässlich sein. So, was fällt uns jetzt nämlich an den Werten auf? Und naja, ja, ich sollte mir vielleicht schönere Beispiele ausdenken. Das doppelte Alter mal 2. Da habe ich nur die halbe Zahl von Opern geteilt durch 2. Das ist also eine umgekehrt proportionale Zuordnung. Genauso können wir den nächsten Wert finden. Wir könnten jetzt wieder unten sagen, wir nehmen das Alter mal 2. Mit 80 würde er dann nur noch 2 Opern schreiben. Jetzt möchte ich natürlich keine kreischenden Musikfans hören, die sagen, ja, aber er ist gar nicht 80 Jahre alt geworden. Das ist ja auch nur zum Denken. Die Musikfans würden sich ja wahrscheinlich über das nächste freuen. Wir nehmen nämlich noch mal einen Schritt vorher und fragen uns mit 10, wie viel hat er da pro Jahr geschrieben? Und wenn das alles so funktionieren würde, ich rechne jetzt das Alter geteilt durch 2, um auf 10 zu kommen, dann muss ich oben 8 mal 2 rechnen und habe dann 16. Auch nicht realistisch, aber es geht ums Prinzip. Wenn ich älter werde, also umso älter, umso weniger Opern schreibt er. Oder umso jünger, umso mehr. Es ist in diesem Fall umgekehrt proportional. Und ja, damit wissen wir das jetzt. Wir könnten noch mehr Zwischenschritte ausrechnen. Das ist aber nicht besonders schön oder sinnvoll. Bei umgekehrt proportional würde ich auch in der Arbeit sagen, da reichen vielleicht 4. Das ist nämlich immer sehr aufwendig. Das nächste könnte ich zum Beispiel nehmen. Ich würde es jetzt hier auch, könnte ich auch nochmal machen natürlich, wenn ich unbedingt möchte. Ich nehme nochmal das halbe Alter. Mit 5 Jahren würde er dann 32 Opern schreiben. Und da merken wir schon, das wird nicht besonders realistisch. Also es wird immer schlimmer. Daher auch Funktionen, wenn man damit echte Dinge nimmt, dann gelten die natürlich nur für einen Bereich. Ja, das ist nochmal ganz wichtig für Menschen, die hier auf höherem Niveau arbeiten. Das ist hier natürlich aber auch so. Ich würde mich ja nicht fragen, wie ist das, wenn er 5000 Städte erobert? Wie viel Geld hätte er dann? Weil das unrealistisch ist, denn so viele Städte findet er auch in ganz Persien nicht. Oder hier, wenn Jeanne d'Arc 500.000 Mal ihr Schwert hebt, naja, na, das wird nicht besonders sinnvoll.
Gut, wie geht's weiter? Wir brauchen noch einen Graph. So, x, achso, x und y beschrifte ich mal nicht. Ich mache es gleich richtig. An die x-Achse nehmen wir das Alter. Ich mache jetzt mal ein bisschen fix. Und hierhin die Opern. So. Und welche schönen Zahlen haben wir? 10, 20, 30, 40, 50. So. Und wie viele Opern? 10, 20, 30, 40. Das sollte für unsere einfache Zeichnung hier reichen. Mit 20 schreibt er 8. Und mit 40 nur noch 4. Und mit 80 nur noch 2. Ja, das hätte ich jetzt natürlich noch einzeichnen können. Naja. Nee, wie komme ich ja nur bis 60? Ist egal. Es geht natürlich dann noch weiter, ne? Hier irgendwo. So, jetzt aber noch ein paar gute Werte. Mit 10 schreibt er theoretisch 16 und mit 5 schreibt er 32. Das Wichtige ist ja nur, dass man wieder sieht, was kommt hier für eine Art von Kurve raus. Und bei einer umgekehrt proportionalen Zuordnung ist es immer so eine schöne Wasserrutsche. Naja, eigentlich ohne den Knick, den ich gerade reingezeichnet habe, aber ihr habt dafür ja auch Kurvenschablonen, beziehungsweise halt den Hefter, da kann man ein bisschen drehen, das geht besser als auf dem Tablet. So, also, was ist dazu zu sagen? Ganz klar, wenn ich es noch interpretieren muss, würde ich mir hier selber anstreichen, der Bereich ist unlogisch und der hier hinten wahrscheinlich auch, vor allem weil er da tot ist. Aber in der Mitte, ja, ich kenne jetzt den Beethoven ja nicht persönlich, aber dieser mittlere Teil könnte tatsächlich realistisch sein. Ja, da hat ja auch das Gehör nachgelassen, da hat er zwar noch ein paar ganz gute Stücke geschrieben, aber ja, von daher vielleicht ist das ja trotzdem eine ganz gute Annäherung. Als Abschluss vielleicht noch einen kleinen Beethoven-Witz. Ja, Mathe-Witze sind ja schon immer sehr toll, deswegen Beethoven vielleicht umso besser. Und zwar ist die Frage, wisst ihr eigentlich, dass Beethoven auch immer mal Opern oder Opern oder andere Texte, Sinfonien für Frauen geschrieben hat? Das ist tatsächlich so. Manche sind dann sogar nach Frauen benannt. Ganz berühmt zum Beispiel von Beethoven, Beethovens Neunte. So, mit diesem schlechten Witz einen schönen Abend und auf Wiedersehen.